Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur dritten Woche in der Veranstaltungsreihe Ressourcen im Studium Generale des Sommersemesters 2019 an der Universität Heidelberg. Die Themenstellung des heutigen Abends ist überschrieben mit Entwicklungsgeld in ressourcenreiche Länder? Fragezeichen. Das Format unterscheidet sich von dem der vorangegangenen Wochen insofern, als wir heute keinen Vortrag mit anschließender Diskussion haben, sondern eine Podiumsdiskussion. Das Podium besteht aus den drei hier anwesenden ausgewiesenen Fachleuten aus den Bereichen der wirtschaftswissenschaftlichen Entwicklungsforschung, der angewandten Entwicklungspolitikforschung und der praktischen Entwicklungszusammenarbeit. Fragen nach der Existenzberechtigung, der Sinnhaftigkeit und der Zukunft der Entwicklungszusammenarbeit sind fast so alt wie die Entwicklungszusammenarbeit selbst, die früher einmal Entwicklungshilfe hieß, heute aber politisch korrekter als internationale oder eben Entwicklungszusammenarbeit bezeichnet wird. Unter veränderten weltpolitischen und weltwirtschaftlichen Konstellationen zu Beginn des 21. Jahrhunderts stellt sich für die EZ, die Entwicklungszusammenarbeit in Deutschland und andernorts, aber die Frage, ob sie in ihrer bisherigen Form noch zeitgemäß ist. Wie muss die öffentliche oder wie sollte die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit auf neue globale Herausforderungen reagieren? Wie kann und wie sollte sie institutionell und hinsichtlich ihrer Zielprioritäten umgestaltet werden? Die globalen Herausforderungen oder Veränderungen, die genannt werden in der Debatte, sind natürlich sehr zahlreich, aber drei, die auch heute vielleicht noch mal besonders im Fokus stehen werden, drei werden als besonders relevant erachtet. Sie betreffen erstens das ansatzweise Verschwinden der Low-Income-Countries, zweitens der Wandel vom Empfänger zum Geber von EZ-Mitteln und drittens der Aufstieg Chinas und seinem seit Jahren deutlich zunehmenden entwicklungspolitischen Engagement als einem vermeintlich oder tatsächlich Anbieter einer anderen Art von Entwicklungshilfe. Zum ersten Punkt. Nimmt man Afrika als klassischen Entwicklungskontinent aus, so wird zunehmend erkennbar, dass die Bedeutung der Entwicklungshilfe, englisch ODA, Official Development Assistance, und ihrer Standards in Asien und in Lateinamerika abnimmt, da viele Staaten dort als Middle-Income-Countries nicht mehr zu den klassischen Empfängern von ODA gehören. Teilweise werden sie selbst als Geber aktiv und versuchen, andere Maßgaben für ihre Entwicklungszusammenarbeit zu definieren. Zweitens ist ferner zu klären, inwieweit die traditionelle Trennung zwischen Geber- und Empfängerländern heute noch einen sinnvollen Charakter hat und inwieweit das Aufkommen der Süd-Süd-Zusammenarbeit und triangulärer Projekte dazu zwingen, überkommene Konzepte der Geber- und der Geberkoordination neu zu denken oder an einer neuen Aufstellung der EZ zu arbeiten. Dass sich führende Länder des globalen Südens, Ausnahme Saudi-Arabien, bislang nicht dazu entschließen konnten, in den Entwicklungsausschuss der OECD einzutreten, macht deutlich, dass Überlegungen für die Neuaufstellung der EZ in einer Post-OECD-Welt dringend angegangen werden müssen. Drittens schließlich unterscheidet sich Chinas Auslandshilfe tatsächlich in wichtiger Weise von der etablierten EZ westlicher Staaten? Die chinesische Regierung etwa betont stets, dass die Zusammenarbeit auf der Grundlage von wechselseitigem Nutzen und gemeinsam geteilter Gewinne erfolgt. Bestandsaufnahmen der chinesischen Auslandshilfe, nicht zuletzt durch Axel Dreher, scheinen jedoch darauf hinzudeuten, dass damit auch mitunter die massive Durchsetzung wirtschaftlicher und politischer Interessen Chinas einhergeht. Partnerregierungen in afrikanischen und südamerikanischen Ländern wüssten es jedoch zu schätzen, dass Beijings Entwicklungszusammenarbeit nicht mit Forderungen nach Good Governance
oder Einhaltung von Menschenrechten verbunden sei. Der heutige Abend steht aber nicht allgemein unter dem Motto Entwicklungszusammenarbeit, sondern unter dem besonderen Schwerpunkt Ressourcen. Mineralische und Energierohstoffe sind weltweit und besonders für Industrieländer wie Deutschland von großer Bedeutung. Gleichzeitig sind Rohstoffe für viele Entwicklungsländer eine wichtige Einnahmequelle. Vor dem Hintergrund einer wachsenden Nachfrage bietet ihnen der Rohstoffsektor Perspektiven für soziale, politische und wirtschaftliche Entwicklung. Bei schlechter Regierungsführung können Rohstoffe allerdings auch zum Entwicklungshemmnis werden. Zugleich sind Rohstoffe natürlich nicht die einzige oder die alleine wichtige Ressource für Entwicklungsprozesse. Unsere zweite Panelistin, Dr. Julia Leininger vom DIE, wird insbesondere auf den Aspekt des Ressourcenreichtums im Hinblick auf welche Ressourcen sind eigentlich für Entwicklungszusammenarbeit wichtig, eingehen. Humanressourcen, politische Ressourcen, institutionelle Ressourcen, kulturelle Ressourcen. Bereits auf dem G8-Gipfel 2007 hat Deutschland ein Signal für eine neue internationale Entwicklungszusammenarbeit im Rohstoffbereich gesetzt. Es gilt, den rohstoffreichen Ländern die erfolgreiche Nutzung ihres Ressourcenreichtums für eine soziale, ökonomische und umweltverträgliche Entwicklung zu ermöglichen. Der Rohstoffsektor kann einen großen Beitrag zur Armutsvermeidung und zur nachhaltigen Entwicklung leisten. Dafür müssen jedoch notwendige politische, wirtschaftliche und soziale Rahmenbedingungen in den Partnerländern gefördert und stabilisiert werden. Hier wiederum freut es mich ganz besonders, dass wir mit Herrn Bauchowitz einen Experten aus der GIS haben, der in diesem Bereich besonders ausgewiesen ist. Lassen Sie mich Ihnen das Panel nun also vorstellen. Zunächst freue ich mich, Frau Dr. Julia Leininger zu begrüßen. Julia leitet das Forschungsprogramm Transformation politischer Unordnung, Institutionen, Werte und Frieden am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, DIE. Frau Leininger studierte in Heidelberg Politikwissenschaft, Völkerrecht und Literaturwissenschaften und wurde 2010 an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit einer Arbeit zu Demokratieförderung in außenabhängigen Entwicklungsländern, Betreuer war Professor Nohlen, promoviert. Der empirische Schwerpunkt dieser Schrift lag auf dem subsaharischen Afrika und diese Region bildet auch weiterhin einen ihrer Forschungsschwerpunkte. Darüber hinaus forscht sie zu Fragen von politischer Transformation, Governance und politischer Kultur in Afrika, inter- und transnationale Demokratieförderung, Konflikt, Frieden und Sicherheit, um nur vielleicht drei wichtige Bereiche zu nennen. Und dem Charakter des DIE entsprechend bewegt sie sich in ihrer Arbeit an der Schnittstelle von Forschung und Policy-Bereich. Das gilt stärker noch für das zweite Mitglied unseres Podiums, Dr. Stefan Bauchowitz, von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIS, in Eschborn. Herr Bauchowitz ist seit 2016 in der Abteilung Governance und Konflikt der GIS tätig. Dort ist er für die inhaltliche Gestaltung der Aktivitäten der GIS im Bereich Rohstoffgovernance zuständig und betreut Projekte in Afghanistan, Chile, Ruanda, Sierra Leone, Kongo, Guinea und einer Reihe weiterer Länder. Sein Studium der Politikwissenschaften absolvierte er in Belgien und Großbritannien, wo er zuletzt an der LSE, der London School of Economics and Political Science, promovierte. In seiner Dissertation beschäftigte er sich mit der Rolle der extraktiven Industrien und privater Regulierung im Rohstoffsektor in Entwicklungsländern. Das Podium komplettiert Axel Dreher, Professor am Alfred-Weber-Institut für Wirtschaftswissenschaften der Universität Heidelberg. Professor Dreher forscht und lehrt seit 2011 mit dem Schwerpunkt internationale Wirtschafts- und Entwicklungspolitik an unserer Universität. Zuvor war er Professor an der Universität Göttingen, Oberassistent an der ETH, Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, sowie Lecturer an der Britischen Universität Exeter. Er ist Herausgeber des Review of International Organizations, war Präsident der European Public Choice Society, Vorsitzender des Entwicklungsökonomischen Ausschusses im Verein für Sozialpolitik
und Autor des Globalisierungsindexes der Konjunkturforschungsstelle an der ETH Zürich, dem vermutlich am häufigsten genutzten Indikator zur Messung von Globalisierung. Seine Forschungsinteressen liegen im Bereich der Entwicklungsökonomie, der Globalisierung und der politischen Ökonomie. Axel gehört zu den führenden Ökonomen auf diesen Feldern im Hinblick auf seine Forschungsleistung, national wie international. Ich erlaube mir, aus dem Handelsblatt-Ranking des Jahres 2012 zu zitieren. Zitat: Die Heidelberger Volkswirte haben ein schweres Jahr hinter sich. Der Finanzwissenschaftler und Wirtschaftsweiser Lars Feld wechselte nach Freiburg. Zudem ging der produktive Makroökonom Clive Bell in den Ruhestand. Zugleich aber, so führt das Blatt seinerzeit weiter aus, konnte Heidelberg im Gegenzug den Entwicklungsökonom Axel Dreher, der das Ranking der unter 40-Jährigen anführt, aus Göttingen abwerben. Zur Gruppe der unter 40-Jährigen gehört er vermutlich jetzt nicht mehr. Aber er ist weiterhin ein sehr großer Gewinn für unsere Fakultät und unsere Universität. Zum weiteren Ablauf: Wir haben vereinbart, dass die Panelists kurze Statements von 5 bis 10 Minuten abgeben und im Anschluss daran kurz aufeinander reagieren, und dann möchten wir unmittelbar das Panel öffnen. Begrüßen Sie also bitte mit mir zunächst unsere erste Panelistin, Frau Dr. Julia Leininger. Ja, ganz herzlichen Dank, Aurel, für die sehr freundliche Begrüßung. Wie Sie sich vorstellen können, freue ich mich auch sehr, dass ich heute Abend hier spreche als ehemalige Studentin und Promoventin hier an der Uni Heidelberg. Und ich freue mich auch sehr, dass mein Doktorvater Dieter Nohlen heute Abend hier ist. Ja, ich bringe Ihnen mit zu dem Thema Ressourcen- und Entwicklungspolitik 2 Thesen. Aurel hat es schon angedeutet. Die eine These beschäftigt sich mit institutionellen Ressourcen und die andere These zielt auf Werte, also gesellschaftliche Werte als Ressource ab. Bevor ich aber über die Ressourcen spreche, möchte ich 2 Vorbemerkungen machen, die mir bei dem Thema Entwicklungspolitik wichtig erscheinen, weil wir alle unterschiedliche Ideen von diesem Handlungsfeld haben. Und die erste Anmerkung ist: Seit 2015 gibt es mit den globalen Nachhaltigkeitszielen ein neues Entwicklungsparadigma, das im Moment die Landschaft verändert. Sie haben vielleicht schon von den Zielen gehört. Das sind 17 Ziele, die im Rahmen der Agenda 2030 von allen Staaten der Vereinten Nationen verabschiedet wurden. Und für unsere Diskussion hier ist jetzt relevant oder den Austausch heute Abend, dass ein Prinzip dieser Agenda das Universalismusprinzip ist. Das heißt, es wird nicht mehr zwischen Reich und Arm, zwischen Nord und Süd unterschieden, sondern Entwicklungspolitik geht alle an. Nachhaltige Entwicklung ist nur erreichbar, wenn beispielsweise auch OECD-Länder zum Abbau der Erderwärmung beitragen. Also es geht nicht mehr nur, und das ist ja das, was der Titel ein bisschen suggeriert, es geht nicht mehr nur um den finanziellen Ressourcentransfer von reichen Ländern in arme Länder. Die 2. Anmerkung, ich spreche über Entwicklungszusammenarbeit, ich denke, wir alle hier heute Abend auf dem Podium, das ist ein Teilfeld der Entwicklungspolitik und steht im Gegensatz zur humanitären Hilfe. Und das halte ich deshalb, ich sage das deshalb, weil die humanitäre Hilfe ist ja das, was wir in den Medien sehen und womit Entwicklungshilfe am meisten in Verbindung gebracht wird. Hier, und die macht auch 14% von den Entwicklungsgeldern, also den Geldern aus, global. Die Entwicklungszusammenarbeit hingegen, die nicht wie humanitäre Hilfe abzielt auf kurze Krisenbewältigung, Hungerstillen, Überlebenssichern, zielt ab auf strukturelle, langfristige Veränderungen. Also durch einen kontinuierlichen Ressourcentransfer soll und durch Beratung, also nicht nur, es geht nicht nur um Geld, sondern es geht auch um Beratung und Austausch, sollen langfristige Veränderungen erzielt werden, die dann nachhaltige Entwicklung befördern.
Jetzt zu meiner ersten These. Die erste These lautet: Institutionelle und humane Ressourcen sind zentral, um finanzielle Ressourcen für nachhaltige Entwicklung nutzbar zu machen. Also einfach gesagt, Geld ist wichtig, aber reicht nicht aus. Und also von der Ressourcenfrage ausgehend, und so würde auch die sogenannte Big-Push-Theorie argumentieren, ist es selbstverständlich, dass mehr finanzielle Ressourcen auch mehr Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Beispielsweise folgt in der deutschen Politik im Moment der Marshallplan mit Afrika des Entwicklungsministeriums dieser Logik. Auch die deutsche G20-Initiative Compacts with Africa folgt dieser Logik. Aber diese Logik eben, mehr Geld gleich mehr Entwicklung, funktioniert nur dann, wenn in Entwicklungsländern staatliche und politische Institutionen auch absorptionsfähig sind. Also das heißt, sie müssen so gut funktionieren, dass sie die Entwicklungsgelder, die für den vereinbarten Zweck eingesetzt werden, auch wirklich umsetzen können. Und das bedeutet mindestens 5 Dinge. Man braucht es muss eine Regierung erstmal vorhanden sein. Und die muss Entwicklungsprioritäten formulieren können. Das ist beispielsweise in Kriegsländern, wenn Sie jetzt an Syrien denken oder andere Länder, nicht der Fall. Es bedarf eines Verwaltungsapparates, der auf dem gesamten Territorium agieren kann von einem Staat, der Gelder, die bereitgestellt sind, nutzt, um sie in öffentliche Güter für die gesamte Bevölkerung zu übersetzen, beispielsweise Gesundheitsdienste, sauberes Trinkwasser etc. Ganz wichtig bei der Ressourcenfrage und der entwicklungsorientierten Umsetzung ist die Rechenschaftslegung. Also nur wenn Institutionen in einem Staat in der Lage sind, sich gegenseitig zu kontrollieren, also beispielsweise das Parlament den Präsidenten oder ein Gerichtswesen die Regierung kontrollieren kann, wird Rechenschaft abgelegt und damit vielleicht nicht garantiert, aber zumindest versucht, Entwicklungsgelder und öffentliche Gelder nicht zu korrumpieren. Also ein sehr großes Thema, Korruption. Da kommen Sie beim Ressourcensektor sicherlich gleich noch dazu. Auch wichtig ist die Bevölkerung. Die muss eingebunden sein in die Problemdefinition, in die Themensetzung von Entwicklungspolitischen Vorhaben und auch wiederum die Regierung in die Pflicht nehmen, wie sie denn jetzt die Entwicklungsgelder verwendet. Und schließlich, ich hatte ja auf die Humanressourcen hingewiesen, gibt es so einen kleinen Streit auch in der Entwicklungsforschung, einige würden sagen, das ist das Wichtigste, nämlich die Bildung der Menschen und die Humanressourcen, dass die auch die Institutionen entsprechend leiten können und Politik formulieren und umsetzen können. Und wenn Sie jetzt auf die Karte, die hier oben gleich auftaucht, schauen, ich hatte mit dem Herrn, den ich jetzt nicht sehe, doch, da kommt sie, ich sehe sie, genau. Wenn Sie darauf schauen, dann sehen Sie eine Karte der Welt, die Funktionsfähigkeit von staatlichen Institutionen und von Staaten abbildet. Das ist eine sehr grobe Abbildung, die nur ein Ausgangspunkt ist für Kontextanalysen, wo man sich nochmal genauer dann einzelne Staaten und wie die funktionieren anschaut. Aber ich wollte mal 3 Beispiele rausziehen und die Farben verdeutlichen, um klarzumachen, um welche Konstellationen es hier geht. Wenn Sie sich die blauen Länder anschauen, vor allem Afrika, Südasien, das sind so die klassischen Entwicklungsländer, du hattest sie auch LDCs, also Low Developing Countries genannt, Aurel. Hier sind die staatlichen Kapazitäten sehr gering und die Absorptionsfähigkeit auch sehr gering. Gleichzeitig fließen sehr viele Entwicklungsgelder in diese Länder. Die pinkfarbenen Länder sind Kriegsländer im Wesentlichen. Da geht dann vor allem die humanitäre Hilfe in diese Länder. Die wird umgesetzt von internationalen Organisationen und von Nichtregierungsorganisationen. Die lila Länder nenne ich noch kurz, die anderen können wir gerne noch mal in der Diskussion dann anreißen. Die sind interessant, weil sich hier der Staat durch eine niedrige Legitimität auszeichnet. Das heißt, die Bevölkerung ist nicht zufrieden mit dem, was der Staat
leistet und bietet. Das hat man besonders gut gesehen in Ägypten während des arabischen Frühlings. Da hat der Staat an Legitimität verloren. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, man integriert die Bevölkerung oder die Regierung wird repressiv. Zweiteres ist, in Ägypten war das der Fall, also die hat finanzielle Ressourcen genutzt und nutzt sie nach wie vor für Repression und möglicherweise auch mehr Entwicklung. Meine zweite These, ich sehe schon deinen Blick, die ist kürzer als die erste, Aurel, bezieht sich auf die Werte. Es ging jetzt ja stark um die Institutionen, jetzt geht es mir um die Menschen und Gesellschaften. Und die These ist hier, die Werteorientierung in einer Gesellschaft sind eine wichtige Ressource für die entwicklungspolitische Zusammenarbeit. Und hier wird in der Entwicklungsforschung davon ausgegangen, je höher die Wertekongruenz zwischen zwei Staaten, also je ähnlicher sich die Werte der Gesellschaften sind, umso wirksamer ist Entwicklungspolitik oder Zusammenarbeit, weil die eine der Annahmen ist, es ist einfacher, Ziele zu verhandeln, politische Prozesse sind sehr ähnlich, die Zielvorstellungen sind ähnliche. Und das ist eine Diskussion, da kommen wir sicherlich bei China nochmal drauf, die zentral ist im Moment. Und die Ihnen aus der Tagespresse wahrscheinlich geläufig ist unter dem Label oder der Marke Umbruch, Zusammenbruch der liberalen Weltordnung. Und in der Entwicklungspolitik kristallisiert sich das an vor allem einer Diskussion raus. Und diese Diskussion kann man zusammenfassen, Demokratie versus Entwicklung. Wir beobachten sehr erfolgreiche Entwicklungsstaaten wie Ruanda, wie Äthiopien, wie China selbst, die ihr Entwicklungsmodell, das ausgerichtet ist auf eine zentrale Steuerung von Entwicklung ohne Beteiligung der Bevölkerung, teilweise mit Repressionen gegen die Bevölkerung und mit einem Fokus auf Stabilität, also das ist das Modell, mit dem sie hausieren gehen. Die Frage, die sich hier stellt, ist, sollen Entwicklungsgelder aus den klassischen OECD-Ländern, die in diese genannten Länder fließen, die Wertevorstellungen, die in OECD-Ländern selbst vorherrschen, widerspiegeln? Das lässt sich eben an der Demokratiefrage zeigen. Also soll Entwicklungspolitik auch demokratische Werte transportieren? Sollen, das wäre der Umkehrschluss daraus, dann keine Entwicklungsgelder in Länder wie Ruanda fließen, weil es ein repressiver Staat ist? Und vielleicht abschließend noch, das ist eine Frage, die sich wieder zurückführen lässt auf die Eingangsanmerkung mit dem Universalismus. Weil Entwicklungspolitik kann Raum bieten, um sich über Werte zu verständigen, auch um sich über unterschiedliche Werte zu verständigen, also im direkten Austausch, in Verhandlungen, in einem Kontext wie der Nachhaltigkeitsagenda, der Agenda 2030, kriegt das nochmal eine größere Dimension. Und hier ist die Frage, wie setzt man die Ziele um, wertebasiert oder nicht? Braucht man die Ressource Werte oder nicht? Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Julia, für den sehr hilfreichen Input. Da folgen ja aus deinen zwei Thesen zwei Rückfragen, die wir später vielleicht nochmal diskutieren könnten. Die erste, möglicherweise der Trade-off zwischen Rechenschaftspflicht und Absorptionsfähigkeit, also vielleicht Entwicklungszusammenarbeit oder wie das im Titel der Veranstaltung heißt, Entwicklungsgeld eben nicht in die besonders Bedürftigen, sondern in die besonders Absorptionsfähigen, also die, die sozusagen auch etwas damit anfangen könnten. Und die zweite Frage, du hast es angesprochen zur zweiten These, wenn man von der Wertekonkurrenz ausgeht, stellt sich natürlich mit dem Blick über den Atlantik, aber vielleicht auch in das ein oder andere europäische und EU-Mitgliedsland die Frage, inwieweit es denn mit dieser Wertebindung eigentlich auf Seite der klassischen Geberländer überhaupt noch getan ist, also Stichwort natürlich Trump und das Verhältnis der Administration zur Entwicklungszusammenarbeit, aber auch zu Fragen von Demokratie und Rechtsstaat. Kommen wir aber zunächst vielleicht zu Herrn Stefan Bauchowitz von der GIS. Bitte begrüßen Sie mit mir zusammen Herrn Bauchowitz. So,
Ich möchte mich auch erstmal natürlich bedanken dafür, dass ich hier eingeladen worden bin. Ist ja immer ganz schön, wenn man so ein bisschen aus seiner EZ-Blase rauskommt von der GIZ. Natürlich ist die Frage für mich so ein bisschen ketzerisch, wenn wir uns die Frage stellen, ob wir Entwicklungsgelder überhaupt in rohstoffreiche Länder senden sollen, dadurch, dass es letztendlich ja mein Tagesgeschäft ist. Ne? Ich bedanke mich auch jetzt gerade bei meiner Vorrednerin. Sie hat sehr schön eigentlich schon den Grundstock gelegt für das, was ich jetzt erzählen möchte, was ein bisschen vielleicht kleinteiliger ist, weil das tatsächlich eher auf unsere tatsächlichen Aktivitäten in der Entwicklungszusammenarbeit abzielt. Ich würde aber auch gerne noch zwei Vorbemerkungen machen. Vielleicht ist nicht jedem ganz genau klar, was die GIZ tut. Wir sind nicht diejenigen, die entscheiden, in welche Länder Deutschland Entwicklungszusammenarbeit betreibt. Wir sind eine Durchführungsorganisation des BMZ, des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und die entscheiden das letztendlich, mit welchen Ländern kooperiert wird, in welchen Sektoren kooperiert wird. Natürlich tauschen wir uns mit dem BMZ darüber aus, aber wir sind letztendlich diejenigen, die das umsetzen. Die GIZ betreibt technische Zusammenarbeit, was nochmal was anderes ist als Entwicklungszusammenarbeit im Allgemeinen. Das ist nämlich genau das, was Frau Leininger auch schon gesagt hatte. Wir begleiten und beraten. Das heißt, wir bringen Direktleistungen. Sprich, es fließt eigentlich kein Geld direkt zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Partnerländern, in denen wir arbeiten, sondern die GIZ wird damit beauftragt, führt dann Projekte durch, gestaltet diese Projekte mit dem Geld. Der Partner sieht davon in der Regel relativ wenig. Es gibt andere Formen der Entwicklungszusammenarbeit, in denen mehr Geld fließt, finanzielle Zusammenarbeit, wo Kredite vergeben werden. Das ist nicht das Geschäft der GIZ. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, dass es gibt Regierungsverhandlungen zwischen zwischen der Bundesregierung und den Partnerländern, die eben dann Projektideen oder Sektoren bestimmen. Daraufhin geben wir als GIZ Angebote ab, die dann letztendlich in Vorhaben münden, die so 3 Jahre dauern, im Regelfall 1-2 Mal verlängert werden und in meinem Sektor zumindest so ein Umfang von 2,5 bis ungefähr 10 Millionen Euro haben. Also es ist zwar viel Geld, aber es sind sicherlich keine Summen, wie man sie beispielsweise bei größeren Geberorganisationen findet. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, denken wir, weil, auch wie Frau Leininger schon sagte, das Geld allein, das führt nicht zur Entwicklung, beziehungsweise, also, das ist nicht meine Auffassung. Wir haben zwar diese Theorien des Big Push und implementieren auch natürlich im Rahmen des Marshallplans, des erwähnten Maßnahmen, glauben aber eher daran, dass tatsächlich mit Beratung, Trainings, Human Capacity Development, also ne, wir bilden Humankapital aus, dass damit sehr viel mehr zu erreichen ist. Jetzt aber zur Sache. Natürlich ist es ein bisschen paradox, dass wir in Länder, die doch ja so reich sind, die im Öl, Gold, Kupfer, Kobalt schwimmen, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Viel paradoxer ist es meines Erachtens natürlich, dass es überhaupt nötig ist, mit diesen Ländern zusammenzuarbeiten. Da gibt es eine ganze Forschungsindustrie zu dem Thema, an die wir uns natürlich in unseren Aktivitäten auch anlehnen. Es gibt manche Leute, die sich wundern, warum rohstoffreiche Länder trotz dieses angeblichen Rohstoffreichtums oder des Vorhandenseins von wertvollen Rohstoffen arm sind. Manche gibt es, die sagen, naja, sie sind gerade arm, weil sie Rohstoffe besitzen. Ne? Also rohstoffreiche Länder sind häufig beispielsweise von Konflikten gekennzeichnet. Das ist so ein bisschen auch eine Definitionssache. Man spricht häufig von rohstoffreich, rohstoffabhängig. Alles hat dann verschiedene Einflüsse auf die Art und Weise, wie Staaten funktionieren. In jedem Fall ist es meines Erachtens so, dass rohstoffreiche Staaten ein bisschen anders funktionieren als andere und dass das natürlich auch Konsequenzen für die Praxis der Entwicklungszusammenarbeit hat. Natürlich
jedem Ländern, in denen es große Rohstoffvorkommen gibt, gibt es natürlich Anreize für Entscheidungsträger, für Beamte oder auch Politiker zur Korruption. Die treffen dann teilweise nicht sonderlich gemeinwohlorientierte Entscheidungen. Die andere Sektoren, die nicht im Rohstoffsektor oder nicht diese Einnahmen bringen, werden gegebenenfalls vernachlässigt. Es ist teilweise sehr schwierig, diese Schwankungen in den Rohstoffpreisen abzufangen, weil einfach vielleicht die Wirtschaftspolitik ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Wir haben Phänomene wie Dutch Disease, die holländische Krankheit, nach der sich dann rohstoffreiche Staaten, nach denen sie Rohstoffvorkommen entdeckt haben, deindustrialisieren. Das heißt, sich alles wirklich nur noch auf die ganze Wirtschaft nur noch auf einen Sektor konzentriert, was natürlich dann Konsequenzen für den Rest der Entwicklung in diesen Ländern hat. Für uns als GEZ gibt es letztendlich zwei Fragen. Einerseits ist Entwicklungszusammenarbeit, ist technische Zusammenarbeit anders in rohstoffreichen Ländern allgemein? Und wie funktioniert EZ tatsächlich im Rohstoffsektor? Ich persönlich würde mich gerne auf die zweite Frage konzentrieren, weil ich tatsächlich dafür verantwortlich bin, mit rohstoffreichen Staaten im Rohstoffsektor zu arbeiten. Es ist aber es ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil der Arbeit der GEZ. Wir haben etwa 7, 8 Projekte in dem Sektor speziell, in etwa 12 Ländern, manche sind regional. Aber die GEZ als Organisation hat 1500 Projekte in 120 Ländern. Also wir arbeiten tatsächlich in natürlich sehr vielen rohstoffreichen Ländern, eben nicht, dann aber eben nicht zu dem Thema. Inhaltlich ist es so, erstmal vielleicht ganz platt, wir versuchen, die Potenziale des Rohstoffsektors zu nutzen und gleichzeitig die Risiken, die aus der Rohstoffförderung sich ergeben, zu mindern. Wenn es um Potenziale geht, haben wir im Prinzip zwei Hauptthemen. Das erste sind natürlich die Einnahmen. Ein großes Problem ist, dass das Geld, das den Ländern eigentlich durch den Verkauf ihrer Rohstoffe zur Verfügung stehen müsste, nicht ankommt. Da gibt es viele Gründe für. Den einen hatte ich angedeutet, es geht um Korruption, Gelder werden veruntreut, bei Lizenzvergaben spielen sich die Leute in die eigene Tasche. Dann haben wir ein weiteres Problem, dass natürlich diese großen internationalen Rohstoffkonzerne in der Lage sind, Steuern zu vermeiden, ihre Gewinne in Niedrigsteuerländer zu verschieben. Und ein drittes Problem ist noch, viele Rohstoffe werden informell abgebaut, im Kleinbergbau beispielsweise, bei Gold. Dann gibt es natürlich überhaupt gar keine Steuerzahlung. Tatsächlich ein großer Teil unserer praktischen Arbeit findet in diesem Sektor statt. Wir arbeiten viel mit Steuerbehörden zusammen in diesen Ländern, um sie tatsächlich in die Lage zu versetzen, Steuern einzusammeln überhaupt, zu verstehen, wie internationales Steuerrecht funktioniert zum Beispiel, fahren mit denen auf Außenprüfung, Betriebsprüfung, um zu gucken, ob auch die Rohstofffirma, der Bergbaufirma tatsächlich die Steuern gezahlt hat, die sie hätte zahlen müssen. Das Problem ist so ein bisschen hier, das ist ein sehr schwieriger Sektor, weil es natürlich dann als strategisch wahrgenommen wird, es geht um sehr viel Geld. Da haben wir als kleine Beratungsprojekte dann oft nicht das Standing, um da tatsächlich Veränderungen herbeizuführen. Zumal auch sehr viel Geld schon verloren geht bei der Verhandlung von Verträgen. Da wird dann im Gesetz schon festgeschrieben, dass die Rohstoffkonzerne beispielsweise überhaupt gar nicht steuerpflichtig sind für einen gewissen Zeitraum. Aber wir haben da tatsächlich erste Erfolge. Wie gesagt, ich hatte erwähnt, die Zusammenarbeit mit den Steuerbehörden arbeiten auch am Rechtsrahmen. Also ja, letztendlich all diesen Rahmenbedingungen, die Frau Leininger auch schon erwähnt hatte. Das zweite Potenzial oder das zweite Problem ist, dass das Geld, das ankommt, nicht entwicklungsorientiert genutzt wird. Wir haben keine effektive Verwaltung, die in der Lage ist, einen gescheiten Haushaltsplan aufzustellen und diese Gelder in die richtigen Kanäle zu lenken und ja, und Entwicklung entwicklungsförderlich einzusetzen.
Hier sind wir sehr stark, also wir sind nicht tätig in der, tatsächlich für die Länder zu entscheiden, wofür sie ihr Geld ausgeben sollen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das kann gegebenenfalls der Internationale Währungsfonds machen, aber das ist nicht das Selbstverständnis der GEZ oder der deutschen EZ. Was wir hier machen, ist, wir arbeiten sehr viel zu Transparenz. Das heißt, wir müssen erstmal transparent machen, wie viele Einnahmen es gibt, welche Gelder gibt es denn zu verteilen, und arbeiten dann mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, die beispielsweise dann Rechenschaft von ihrer Regierung darüber einfordern können, wo das Geld denn geblieben ist. Da gibt es eine internationale Initiative für Transparenz in der Rohstoffwirtschaft, die wir in vielen Ländern unterstützen. Aber man kann auch in der Praxis zum Beispiel im Bereich Länderfinanzausgleich und Haushaltsaufstellung beraten. Zweiter Punkt ist das Ausbleiben, oder dritter Punkt ist das Ausbleiben wirtschaftlicher Entwicklung. Wenn ein Bergbauprojekt aufgesetzt wird, dann ist es meistens in der ländlichen Region. Es gibt unglaubliche Erwartungen bei der Bevölkerung, oder es werden auch unglaubliche Versprechungen gemacht bezüglich Jobs und Wirtschaftsentwicklung um so eine Mine herum zum Beispiel. Das Problem ist, dass der Rohstoffsektor eigentlich eine Enklave ist. Letztendlich wird ein großes Loch im Boden gegraben, es gibt ein Camp drumherum, da arbeiten Leute, die alle nicht von vor Ort kommen, die sind alle, oder nicht alle, aber die werden meistens eingeflogen. Das sind Spezialisten, weil es vor Ort keine ausreichend ausgebildeten Leute gibt. Und so gibt es sehr wenig Verbindungen nur zwischen Rohstoffsektor und der lokalen Wirtschaft. Auch hier versuchen wir im Bereich Berufsbildung und Förderung von kleinen Unternehmen zu arbeiten, um so letztendlich eine größere Verbindung zu schaffen zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und dem Rohstoffsektor. Noch ein bisschen zum Abschluss. Es gibt natürlich auch sehr viele Probleme, an denen wir arbeiten, die wir beseitigen wollen, wo wir weniger an Potenziale denken. Das sind überwiegend natürlich Fragen der Umwelt und Menschenrechte. Wir haben im Bergbausektor natürlich viel zu tun mit Zwangsumsiedlungen. Wir haben Kinderarbeit als Thema, zu dem wir viel arbeiten. Im Rohstoffsektor gibt es häufig Konflikte um Land und Wasser. Und natürlich auch veritable Rohstoffkriege eigentlich. Gerade so im Ostkongo ist das, hört man ja häufig davon, Blutkoltan oder Blutdiamanten und diesen Geschichten. Das sind also Themen, zu denen wir da dann letztendlich Dialoge durchführen, viel Lobbying betreiben, auch wieder mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, weil es natürlich sehr viel schwieriger ist, in so einem Bereich dann mit staatlichen zusammenzuarbeiten. Im Umweltsektor ist es ähnlich, also Umwelt- und soziale Probleme sind meines Erachtens relativ ähnlich gelagert. Da ist es dann auch, dass so ein Bergbaubetrieb natürlich sehr viel Dreck verursacht, Wasser verschmutzt, Entwaldung stattfindet. Und auch hier versuchen wir letztendlich konfliktmindernd zu agieren und beispielsweise Gemeinden und Bergbaufirmen zusammenzubringen und natürlich gleichzeitig noch flankierend dazu dann Politikberatung zu betreiben. Noch ganz kurz zum Abschluss. Ich habe jetzt viel erzählt, was wir machen. Ob das jetzt was bringt, ist eine andere Frage. Wir haben aber, glaube ich, durchaus, oder wir erzielen durchaus einiges an Wirkungen. Das ist in solchen Themen wie Regierungsführung, wie Governance, staatliches Handeln ein bisschen schwierig zu messen, was jetzt eigentlich so der Erfolg eines Projektes war. Aber ich hatte es eingangs erwähnt, unsere Arbeit im Steuerbereich hat tatsächlich jetzt in Westafrika zu konkreten Steuernachforderungen, die die Regierungen von Guinea und Sierra Leone und auch Liberia an verschiedene Rohstoffkonzerne gestellt haben, geführt. Die sind noch nicht bezahlt, aber zumindest hat man da mal so einen ersten Schritt gemacht. Genauso haben wir im Kongo die Entwicklung einer Politik gegen Kinderarbeit beraten, weil da sehr viele Kinder im Kobaltsektor in handwerklichen Kobaltbergbau arbeiten. Das hat jetzt auch schon letztendlich dazu geführt, dass da sehr viel weniger Kinder auf den Minen zu finden sind. In Mauretanien haben wir im Bereich Kleinbergbau zur Vermeidung von Quecksilber gearbeitet. Das heißt, es gibt schon einige kleine Erfolge, aber natürlich ist jetzt die Frage, ob sich sozusagen diese kleinen Wirkungen letztendlich rechtfertigen lassen, natürlich
in Bezug auf den Mitteleinsatz und natürlich inwieweit das jetzt zu unserer Frage, ob wir das, ob sich es lohnt, sozusagen in diesem Sektor zu arbeiten, ob wir, wie wir da weiterkommen und was wir da tatsächlich noch besser machen müssen, das würde ich dann auch mal für die Diskussion lassen und mich erstmal bedanken. Vielen Dank. Ja, auch Ihnen wiederum herzlichen Dank für die Anstöße und den Input. Stellen Sie natürlich auch wieder eine Reihe von Anschlussfragen. Ihr Fazit klang ja so ein bisschen, oder Ihr Schlusswort klang ja so ein bisschen selbstskeptisch, selbstkritisch. Bringt das was? Wäre natürlich zu fragen, über einen Punkt haben Sie nicht weitergesprochen. Das wäre vielleicht nochmal interessant, nämlich inwieweit die Entwicklungszusammenarbeit in ressourcenreichen Staaten, was ist überhaupt Ressourcenreichtum in dem Zusammenhang, anders konzipiert werden muss als in Ländern, die über weniger Einnahmen aus Rohstoffen oder diesen natürlichen Ressourcen verfügen. Aber bevor wir da einsteigen, haben wir noch den dritten Panelisten und das ist Axel Dreher. Guten Abend. Auch 5 bis 10 Minuten. Ich möchte 2 Aspekte ansprechen. Das ist ein bisschen höher hier. Den ersten Aspekt, die Hilfe als Ressource an sich. Und der zweite Aspekt dann, ob Ressourcenreichtum zu mehr Hilfe führt. Das nochmal unterteilt in die westlichen Geber und in China als Geber. Und gerade bei China liest man das in der Presse, hört es immer wieder. Die chinesische Hilfe geht genau dorthin, wo die natürlichen Ressourcen sind, interessiert sich sonst nicht für die Entwicklung der Länder und so weiter. Zum ersten Teil der Entwicklungshilfe, und ich verwende diesen alten Begriff völlig politisch inkorrekt, einfach weiter. Als Ressource, die in den Ländern ankommt und dort ja ganz ähnliche Effekte erzielt wie natürliche Ressourcen. Man muss sich das vorstellen, als irgendwelche Mittel, die ankommen, ohne dass man sich eine Steuerbasis entwickeln muss, Bürgern gegenüber, denen man verantwortlich ist. Es gibt Forschungsarbeiten, die Titel tragen wie Ist Hilfe wie Öl? Und das suggeriert natürlich, dass die Entwicklungshilfe ganz ähnliche Anreize setzt und ähnliche Effekte hat, wie natürliche Ressourcen vorkommen. Ja, dazu nur ganz kurz. Hier erhalten Regierungen in der Tat Zugang zu Mitteln, ohne dass sie ihre eigenen Bürger schröpfen müssen. Politiker werden dann im Gegenzug von den Bürgern auch nicht zur Verantwortung gezogen. Versetzen sie sich einfach in die Bürger hinein. Sie sind auf der einen Seite in einer Situation, in der sie Steuern bezahlen müssen, in der eine Steuerbasis entwickelt werden muss, lange über die Zeit. Dann erwarten sie eine gewisse Gegenleistung. Sie erwarten öffentliche Güter, vielleicht, dass die Bahn ab und zu mal pünktlich kommt oder dass es eine Bahn überhaupt gibt. Auf der anderen Seite haben sie Geber, die Regierung mit Geldern versorgt. In der Regel wird man dann nicht einmal die Regierung für verantwortlich halten, sondern für die Geber. Es ist groß plakatiert, welche Geber für welches Projekt verantwortlich sind. Wenn dort etwas nicht funktioniert, dann wenden sie sich nicht an ihre Regierung, sondern an den einzelnen Geber. Und infolgedessen hat die Regierung auch keinerlei Anreize, sich verantwortlich zu zeigen gegenüber den Bürgern. Diese fehlende Notwendigkeit, eine breite und starke Steuerbasis zu schaffen, verhindert dann zunächst die Herausbildung eines Mittelstandes und im Weiteren dann das Entstehen einer starken Zivilgesellschaft. Es kann Korruption fördern, kann der institutionellen Qualität schaden. Das ist am Ende dann schlecht für die Demokratie, besonders wenn die Geber, wie das in der Regel der Fall ist, die Einzelheiten der Projekthilfe bestimmen, statt insgesamt einfach Budgethilfe an die Empfängerregierungen zu überweisen und die Regierung dann selbst entscheiden zu lassen, wofür diese Mittel eingesetzt werden sollen. Das würde ich für die bessere Lösung halten. Das ist aber nicht im Sinne der Geber. Die wollen nicht einfach nur Geld geben, sondern sie wollen letzten Endes mitregieren, in Anführungszeichen. Das liegt auf der Hand, weil man sich sonst die Frage stellen müsste, wofür jeder kleine, einzelne, bilaterale Geber sonst überhaupt Entwicklungshilfe vergeben sollte. Ja, warum brauchen wir 30, 40 Geber in einzelnen Sektoren, in einzelnen Empfängerländern? Wenn es wirklich nur darum ginge, Hilfe zu geben und zu helfen, dann könnte man das über multilaterale Organisationen machen oder man könnte es verstärkt über Budget statt Projekthilfe abwickeln.
aber darum geht es eben nicht ausschließlich. Das führt mich zum zweiten Teil, da geht es um die Motive für die Vergabe von Hilfe. In der Literatur unterscheiden wir üblicherweise vier Motive. Fräulein Einiger, Sie haben zu Beginn die humanitären Aspekte angesprochen. Das ist auch das, was Sie in Vorlesungen meistens zuerst hören, wenn Sie danach fragen, warum die Hilfe vergeben wird oder vergeben werden sollte. Sie sollte eben da gehen, wo die Bedürftigkeit dahin gehen, wo die Bedürftigkeit am größten ist. Und in der Tat ist das eins der Motive für die Entwicklungshilfe. Das gilt für die westlichen Geber genauso, wie es für China gilt. Wenn Sie sich die Daten anschauen über die Höhe der Entwicklungshilfe, die in einem Jahr in bestimmte Länder geht, dann finden Sie für westliche Geber, für fast jedes einzelne Land, aber auch für Geber wie China, dass in der Tat mehr Hilfe dorthin geht, wo die Bedürftigkeit größer ist. Ein zweites Motiv sind die Institutionen, die Herrschaft des Gesetzes, auch das hatten Sie in Ihrem Vortrag, Frau Leininger, angesprochen. Die Hilfe sollte nach Ihren Ausführungen mehr dorthin gehen, wo die Institutionen gut sind, wo Humankapital bereits vorhanden ist, sodass man die Hilfe dann auch gut umsetzen kann. Und auch hierfür gibt es eine gewisse Evidenz, besonders in den letzten Jahren. Die früheren Arbeiten haben ja wenig Robustes gefunden. Es war auch den westlichen Gebern im Wesentlichen egal, ob die Empfängerländer korrupt waren, ob sie die Menschenrechte verachtet haben und ob sie Demokratien waren. Da hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten doch einiges auch getan, zumindest im Durchschnitt über die Geber und Jahre hinweg. Wenn man einzelne Empfängerländer braucht, schaut man doch wieder weg, wenn man an die Türkei denkt oder andere Empfängerländer im Rahmen der Flüchtlingskrise. Das dritte wichtige Motiv sind geostrategische Ziele der Geber. Denken Sie zurück an den Kalten Krieg. Die Hilfe diente dort offensichtlich auch außenpolitischen Interessen. Mit dem Ende des Kalten Krieges hat man dann erwartet, dass sie jetzt endlich entwicklungspolitische Ziele in den Vordergrund rücken würden. Stattdessen ist die Höhe der Hilfe dramatisch gesunken. Es ging dann wieder deutlich nach oben im Zuge von 9/11 2001 infolge der Terroranschläge. Man hat dann in den USA, aber auch in anderen Ländern die Entwicklungshilfe im Wesentlichen wieder für eigene Ziele eingesetzt, nämlich zur Bekämpfung des Terrorismus in den Empfängerländern. Ein weiteres gutes Beispiel, die Flüchtlingskrise 2015, ja nicht der Beginn der Flüchtlingswelle in den Ursprungsländern, aber das war die Zeit, zu der eine große Zahl an Flüchtlingen dann in Europa angekommen ist. Deutschland und andere westliche Geber haben in der Folge dann deutlich die Gelder ausgeweitet und mit dem klaren Ziel im Vordergrund, die Flüchtlinge gefälligst dort zu halten, wo sie herkommen, oder zumindest in der Region, in den Nachbarländern, wenn man hier an Gelder denkt, die in die Türkei geflossen sind und weiter fließen. Hier geht es nicht um Entwicklung, hier geht es um die Ziele in den Geberländern. Und viertens, das eigentliche Thema dieser Veranstaltung, Sie sehen, ich sage dazu etwas weniger, ganz einfach, weil ich mich etwas weniger damit auskenne und auch, weil man es schlechter messen kann. Die politischen Ziele sind leichter zu messen. Man schaut sich hier beispielsweise das Abstimmungsverhalten in der Vollversammlung der Vereinten Nationen an oder Länder, die temporär Mitglied sind im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und kann zeigen, dass diese Länder deutlich mehr Hilfe bekommen als andere Länder. Ressourcenreichtum ändert sich kaum über die Zeit. Länder, die arm sind oder reich an Ressourcen, unterscheiden sich von anderen Ländern in vielerlei Dimensionen, die auch mit der Höhe der Hilfe korrelieren. Es ist also sehr schwer, hier zu messen, ob die Hilfe tatsächlich kausal mehr in die Länder fließt, die reich an Ressourcen sind. Ich denke, dass die Evidenz über die vielen, vielen Forschungsarbeiten, die es dazu gibt, sehr viel schwächer ist, als das über die politische Motivlage ist. Ich glaube nicht, dass es sehr robuste Evidenz gibt, dass der Ressourcenreichtum ein treibendes Motiv dafür ist, dass Länder Entwicklungshilfe bekommen. Ich habe mich selber in den letzten Jahren mit China auseinandergesetzt und denke, dass es besonders bei China ein Missverständnis gibt, dass nämlich nicht jeder chinesische Bauarbeiter, den Sie in Afrika sehen, der Mitarbeiter eines Hilfsprojekts ist. Das Problem ist erstmal, dass Sie kaum Daten kriegen über die Höhe der chinesischen Entwicklungshilfe. Wir haben dann selbst versucht, das zu messen. Dann kommt man zu dem Ergebnis, dass die Gelder, die von China nach Afrika fließen, in der Tat sehr hoch sind, dass aber ein Großteil dieser Gelder gar nicht die Kriterien erfüllen würde, wie man westliche Entwicklungshilfe, also diese Official Development Assistance, überhaupt definieren würde. Das heißt, es sind einfach Gelder, die im Wesentlichen kommerzielle Motive haben. Das kann man bei westlichen Ländern in der Art nicht beobachten.
weil diese Art der Zahlungsströme im Westen von den privaten Unternehmen ausgehen. In China haben sie eben den sehr starken Staat, der auch in private, also in Projekte, die bei westlichen Ländern Foreign Direct Investment wären, ausländische Direktinvestitionen, eben seine Hände im Spiel hat. Aber das ist keine Hilfe. Und wenn man diese beiden Finanzflüsse unterscheidet, also die eigentliche Entwicklungshilfe Chinas und die Mittel, die nach westlicher Definition keine Hilfe wäre, dann findet man, dass nur diese zweite Kategorie stark getrieben wird von natürlichen Ressourcen und die eigentliche Entwicklungshilfe auch bei China abhängt von den Bedürfnissen, der Bedürftigkeit der Empfängerländer und von den geostrategischen Zielen. Also Beispiel, wenn Sie Taiwan anerkennen, bekommen Sie keine chinesische Entwicklungshilfe. Wenn Sie in der Vollversammlung der Vereinten Nationen häufiger mit China abstimmen, bekommen Sie mehr Entwicklungshilfe von China. Aber die Vorkommen von natürlichen Ressourcen spielen hier kaum eine Rolle. Eine neuere Studie, die sich jetzt auch subnational anschaut, wie gesagt, die Datenlage ist nicht besonders gut. Man hat dann für administrative Einheiten in den Ländern in Afrika, so die zweite und dritte Ebene, was bei uns Gemeinden wären beispielsweise oder Bundesländer, hat man Ölvorkommen oder man hat Variablen, die messen, dass es in diesen Regionen Zugang zu einem Hafen gibt, alle möglichen Minen können sie messen. Da findet man dann keine robuste Korrelation zwischen der Höhe der Hilfe, die subnational in die Regionen geht, die hier reicher sind an Ressourcen und eben den Geldern, die dorthin fließen. Das sind natürlich keine kausalen Beweise, das ist sehr schwer zu messen. Aber wenn ich das in einem Satz zusammenfassen müsste oder in zwei Sätzen, wäre der erste Satz, die Entwicklungshilfe folgt den politischen Zielen der Gebern, weniger den natürlichen Ressourcen. Und der zweite Satz, die chinesische Entwicklungshilfe ist da sehr ähnlich wie auch die Hilfe der westlichen Geber. Das kommt nur deutlich weniger ins Sichtfeld, weil man eben die Hilfe nicht von den anderen Strömen so gut unterscheiden kann, wie man das bei den westlichen Gebern kann. Vielleicht noch ein allerletzter Satz. Die Frage ist dann, wenn die Hilfe politisch motiviert ist oder wenn man befürchtet, dass sie dorthin gehen, wo die natürlichen Ressourcen sind, was bedeutet das dann für die Empfängerländer? Ist es nicht völlig egal, warum die Hilfe in ein bestimmtes Land geht? Hauptsache, sie hilft dann dort. Dazu möchte ich abschließend feststellen, dass es hier durchaus Evidenz gibt, dass die Motive eine Rolle spielen für die Effektivität der Hilfe und dass es eben nicht egal ist für die Motive sowohl der Geber, der Durchführungsorganisationen und der Empfängerländer, wofür man diese Hilfe eigentlich vergibt und was man damit erreichen möchte. Und dass die politisch motivierte Entwicklungshilfe eben dann doch weniger effektiv ist, bezogen auf Entwicklungsziele wie Wirtschaftswachstum, als die Hilfe, die primär gegeben wird, um das Wirtschaftswachstum voranzutreiben. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank auch dir, Axel, für insbesondere, denke ich, zwei sehr interessante und weiter zu diskutieren lohnenswerte Beobachtungen. Die erste natürlich, der ganz richtige Hinweis, dass in der Diskussion häufig Investitionen, die in China natürlich vornehmlich von Regierungsseite, lokale Regierungen oder auch nationale Regierungen geleistet werden, von der Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit zu trennen sind, genauso wie man das ja auch bei westlichen Staaten macht. Wobei hier meine erste sozusagen Anschlussfrage wäre, und kann man auch beziffern, wie hoch ungefähr der Anteil oder das Volumen der Entwicklungszusammenarbeit, der Entwicklungsgelder im Verhältnis zu diesen Investitionen privatwirtschaftlicher Natur sind. Und dann natürlich der zweite Punkt, auch da würde man, glaube ich, gerne noch, ich zumindest noch etwas mehr wissen, nämlich du hast gesagt, die Motive spielen durchaus für die Effekte eine Rolle. Und können wir denn da benennen, welche Motive möglicherweise mit besseren Effekten korrelieren als andere Motive? Zunächst würde ich aber vielleicht Julia die Möglichkeit geben, kurz auf die beiden anderen zu reagieren, dann Herrn Bauchowitz und dann dir und dann öffnen wir das Panel, damit wir auch noch genug Zeit für Diskussion und Fragen haben. Ja, herzlichen Dank. Soll ich nur auf die beiden anderen reagieren oder auch auf deine zwei Fragen, die du gestellt hast? Okay, dann fange ich mal mit deinen zwei Fragen an und dann noch eine Reaktion. Also der Trend ist tatsächlich so, dass entwicklungspolitische Mittel, also die ODA, Official Development Assistance, zunehmend in die Middle-Income-Countries fließt. Also unter den Top 10 weltweit gibt es außer Afghanistan nur Mittel
Low-Income Countries. Das liegt zum einen daran, dass es einfach auch sehr große Länder sind, die, also sind Länder wie Indien etc. Aber deine Frage war ja eher Rechenschaftspflicht versus Absorptionsfähigkeit. Natürlich ist die Absorptionsfähigkeit in den Ländern höher, so denn man mit den zentralen Einheiten dort zusammenarbeitet. Das sieht im ländlichen Indien auch wieder anders aus als im urbanen Raum. Da muss man nochmal dann jeweils genauer hinschauen. Was aber eine alte Diskussion ist, wenn jetzt mehr Mittel in diese Middle-Income-Countries geht, dann ist, weil die Ressourcen knapp sind, geht weniger Geld in die fragilen oder fragileren Staaten. Das ist richtig, das können wir beobachten, das werden wir auch in Deutschland zunehmend beobachten, weil mit der Verhandlung von sogenannten Reformpartnerschaften mit derzeit 7 Ländern in Afrika, alles Middle-Income-Länder, die an die 100 Millionen pro Land vergeben werden sollen, wird das auch hier in Deutschland wieder eine stärkere Diskussion werden. Wenn man jetzt aus der Wirkungsperspektive argumentiert, wie Sie das gemacht haben, Herr Dreher, kann man sich natürlich auch fragen, je stärker und politisch stärker ein Land ist, umso unwahrscheinlicher ist, dass man als Deutschland im Vergleich dann doch wieder relativ klein strategischen Einfluss nehmen kann. Also dann vielleicht und diesen strukturellen Wandel, auf den Entwicklungszusammenarbeit ja abzielt, auch also es ist weniger wahrscheinlich als in einem kleineren Land, wo man, wenn man Gelder bündeln würde, mehr Einfluss hätte und dann möglicherweise stärker in Institutionen auch investieren könnte. Aber tatsächlich jenseits der politischen Interessen, die Sie genannt hatten oder anderen Gründen, Entwicklungszielen, gibt es ja auch sowas wie ein Solidaritätsprinzip, das handlungsleitend war für die Entwicklungspolitik und weshalb sie teilweise ja auch begründet wurde. Und da stellt sich schon die Frage, ist es lauter, die Länder, du hattest vorhin eingangs gesagt, LDCs werden immer weniger, also nicht die LDCs werden weniger in der EZ möglicherweise, aber die Low-Income-Countries, also die Sierra Leones dieser Welt, die kommen aus der Armutsfalle, wie das in der Literatur genannt wird, nur ganz, ganz langsam raus. Also die werden im Moment nicht weniger und da gibt es auch mehr Konflikte. Das heißt, die Frage ist schon, muss man die Länder, die Gesellschaften, vielleicht nicht die Regierungen, aber die Gesellschaften dort unterstützen und da muss man dann auch über andere Formate nachdenken. Die Wertebindung von Gebern, das war dein zweiter Punkt, Aurel. Wie sieht es denn mit der Wertebindung von Gebern aus? Also generell können wir beobachten, je konservativer eine Regierung, umso geringer die Bereitschaft, Gelder in Entwicklungspolitik zu investieren. Also die Kurve geht da klar nach unten. Mir fällt es schwer, weil ich in 2 Beratungsgremien bin, wo ich mich mit diesen Fragen beschäftige und am liebsten jetzt 2 Anekdoten erzählen würde. Ich mache es aber, mache es jetzt erstmal nicht. Wird alles aufgenommen, genau. Nachher beim Abendessen dann gerne die Anekdoten. Nein, was tatsächlich als großer Sieg der Agenda 2030 gefeiert wurde, war damals das Ziel 16, das Ziel, in dem es um inklusive Gesellschaften geht, also um Governance. Zum ersten Mal ein richtiges Governance-Ziel, gute Regierungsführung. Was wir beobachten ist, dass erstens Good Governance, ich glaube es wurde an der einen oder anderen Stelle genannt, wird langsam ersetzt durch Inclusive Governance. Also die Idee ist weniger nur Effektivität, Transparenz, Effizienz, sondern Institutionen müssen leisten, dass sie die Gesellschaft mitnehmen und inkludieren. Und das ist natürlich ein sehr hoher Maßstab erstmal. Also da gibt es einen Wandel im Diskurs. Bei der Demokratieförderung und den Werten, nach denen du auch gefragt hattest, Aurel, die Demokratieförderung verschwindet von den Agenten. Es gibt 3 Geber, nämlich Schweden, Schweiz, Deutschland, in der Reihenfolge, die das noch als explizites Ziel benennen. Ansonsten, ach, und die Europäische Union fängt gerade wieder an. Ansonsten ist das ein sehr reaktiver Diskurs, der ist getrieben von China, der ist getrieben davon, dass die Regierungen verunsichert sind. Da kommt China mit einem vermeintlichen Erfolgsmodell und anstatt zu sagen, also ein positives Gegennarrativ zu machen, die Demokratie ist ein Wert an sich, Menschenrechte sind
sind ein Wert, auf den man sich als Weltgemeinschaft vor 70 Jahren geeinigt hat. Also da gibt es keinen konstruktiven Diskurs, da ist man sehr reaktiv China gegenüber. Und zuletzt noch mit der Ressourcenvergabe, also ich stimme zu, dass die Rechenschaftskette in der Entwicklungspolitik und Zusammenarbeit ein großes Problem ist, weil die Regierungen der Entwicklungsländer sind ja in so einer Sandwich-Situation. Die müssen Gebern Rechenschaft ablegen für das, was sie tun, und sie müssen ihrer Bevölkerung Rechenschaft ablegen, und gleichzeitig müssen die Geber auch noch ihrer eigenen Bevölkerung Rechenschaft ablegen. Und da gibt es natürlich Brüche. Ich würde aber, und da gibt es ja sogenannte Branding-Studien, die das auch teilweise zeigen, behaupten, dass die Modalitäten, wie Entwicklungsgelder dann umgesetzt werden, gar nicht so stark erlauben, dass Menschen denken, ach, das ist jetzt der Geber, weil vieles fließt ja tatsächlich in die Staatskassen. Also die Sichtbarkeit von Gebern ist nicht so hoch, vielleicht in den humanitären Kontexten noch mal stärker. Also diese Verwechslung würde ich jetzt nicht unbedingt so sehen. Ich hätte noch weitere Punkte, aber ich sehe schon, Aurel wird ein bisschen nervös, deshalb gebe ich lieber weiter und habe vielleicht noch später Gelegenheit. So, gut, ja, dann bin ich gleich dran. Da könnte ich vielleicht jetzt gerade dran anschließen, bevor ich dann zu den zwei Fragen komme, weil ich hatte mich nämlich auch gefragt, diese Theorie des Rentenstaats, in dem der Link zwischen Bevölkerung als Steuerzahler und Regierung gebrochen ist. Das kommt ja alles aus extrem rohstoffreichen Ländern, nämlich aus dem Nahen Osten, ne? Also diese ersten Forschungen aus den 70ern, da ging es dann um Saudi-Arabien, Kuwait und so weiter. Ist das denn überhaupt was wir auf die Länder, mit denen wir jetzt derzeit EZ betreiben, anwenden können? Ich glaube zum Beispiel persönlich nicht, dass der Nigerianer, der keine Steuern zahlt, weniger im Prinzip seine Regierung nicht in Rechenschaft nimmt. Also das, beziehungsweise das tut er nicht deswegen, weil er keine Steuern zahlt. Also das wäre so eine Frage. Dann auch noch im Anschluss daran, die Sichtbarkeit der Geber ist tatsächlich, glaube ich, ein wichtiges Problem. Es gab neulich einen interessanten Blogartikel gelesen, warum man zum Beispiel, es wurde Gebern empfohlen, tatsächlich ihre, also einerseits in der humanitären Hilfe, ihre Reissäcke nicht mehr zu labeln mit from the American people, from the British people und so weiter, weil dadurch tatsächlich dann der Link nicht besteht zwischen Bevölkerung und Regierung, sondern zwischen Bevölkerung und Geber. Also das fand ich so ein ganz interessantes Argument. Jetzt aber zu der eigentlichen Frage. Die erste Frage war, was ist Ressourcenreichtum? Da können wir uns jetzt noch eine Woche drüber unterhalten, nehme ich an. Diese ganzen verschiedenen Papers, Tausende müssten es ja inzwischen sein, die definieren das alle anders, wenn es dann darum geht, ob Rohstoffreichtum Institutionen beeinflusst, Demokratie beeinflusst, wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst. Ich finde diese Debatte immer ein bisschen müßig teilweise. Man schreibt, wann ist ein Land rohstoffreich? Naja, die USA sind rohstoffreich. Deutschland ist im Prinzip mittelmäßig rohstoffreich. Es gibt aber rohstoffabhängige Länder, die vielleicht über wesentlich weniger Rohstoffe verfügen als andere, aber für die Rohstoffe von wesentlich größerer Bedeutung sind. Das hat dann wiederum, glaube ich, Einfluss darauf, wie wir arbeiten. Ein Punkt, den ich in meinen Eingangsstatements auch nicht erwähnt hatte, ist, wenn wir über Rohstoffe und Ressourcen reden, dann sind das immer so sexy Rohstoffe wie Gold, Diamanten, die dann Konflikte hervorrufen, oder Öl, was unglaubliche Potenziale für Steuereinnahmen bestehen. Aber eigentlich gibt es in den meisten Ländern, meines Erachtens zumindest, viel größeres Entwicklungspotenzial durch Rohstoffe, die ganz normal sind. Sand, Kies. Damit wird nämlich zum Beispiel gebaut. Und wenn jetzt in einer Stadt wie Lagos in Nigeria, ich weiß nicht, wie viele Leute da jedes Jahr zuziehen, die brauchen Häuser. Und diese Rohstoffe werden lokal abgebaut, da gibt es eine lokale Wirtschaft drumherum. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein Rohstoffreichtum, den wir im Prinzip häufig aus dem Blick verlieren, wenn es um diese allseits bekannten und allseits verhassten High-Value-Minerals letztendlich geht. Die zweite Frage, was war die zweite Frage?
unsere Effektivität, also meine eigene Effektivität. Da weiß ich gar nicht, also natürlich denken wir darüber nach, was unsere Effektivität ist. Wir versuchen sie zu messen. Es ist immer ein bisschen schwierig. Gerade in solchen Governance-Vorhaben haben wir dann, ne, wir geben uns im Prinzip, wenn wir ein Vorhaben machen, geben wir uns, wir nennen es eine Wirkungsmatrix, wo Indikatoren aufgestellt werden, die letztendlich das Vorhaben erreichen soll. Das wird nach 3 Jahren dann überprüft und dann wird das Vorhaben als effektiv betrachtet oder nicht. Das ist natürlich jetzt, also kann vielleicht ein bisschen unredlich erscheinen, wenn man sich selber evaluiert, beziehungsweise inzwischen lassen wir uns auch von anderen evaluieren, aber es ist ein bisschen schwierig, weil wir unser Anspruchsniveau teilweise nicht richtig, nicht explizit machen. Das ist teilweise ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass wir natürlich als GIZ in einem Verhältnis zum BMZ stehen, wo wir Rechenschaft gegenüber dem BMZ ablegen müssen und wir können nicht einfach gleichzeitig aber auch nicht einfach sagen, wir können euch eigentlich, liebes BMZ, gar nicht so tolle Sachen anbieten, weil sonst natürlich wieder so ein bisschen die Angst besteht, dass das BMZ dann sagt, na dann lassen wir es halt bleiben. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, die Spannung, in der wir uns da immer finden. Ja, herzlichen Dank. Hätte ich jetzt 5 Minuten. Ja, mindestens. Die Höhe der chinesischen Hilfe, Aurel, also wir haben so 53 Milliarden US-Dollar über die Jahre 2000 bis 2014 weltweit. Das Problem mit deiner Frage, wie viel davon offizielle Entwicklungshilfe wäre, ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil wir einen großen Graubereich in der Mitte haben, bei dem man es nicht klar zuordnen kann. Und die Aussagen, die ich getroffen habe, waren dann eben bezogen auf den Teil der Hilfe, den man klar zuordnen kann, aber vielleicht so 25%. Von diesen 350 Milliarden sind klar Entwicklungshilfe. Welche Hilfe sollte vergeben werden und was ist effektiver? Ich bin der Meinung, es sollten fast keine Entwicklungsprojekte durchgeführt werden, sondern stattdessen, also von bilateralen Gebern, sondern entweder, wenn man der Meinung ist, die Regierung ist zu korrupt, um dort Budgethilfe zu vergeben, dann sollte man das multilateral machen. Da brauchen wir keine GITs für, das kann die Weltbank viel besser. Dann haben sie auch nicht 23 verschiedene Geber in einem einzelnen Sektor. Also entweder, wenn Deutschland Hilfe geben möchte, Projekte über internationale Organisationen oder direkt Budgethilfe. Und dann kann die Regierung selbst entscheiden, was sie damit macht. Und das würde viele Probleme lösen. Ich habe auch gar nichts gegen die GITs. Ich glaube, dass die durchaus einen guten Beitrag leisten kann. Ich glaube aber, dass sie sich am Markt positionieren sollte. Also was im Moment ja passiert, ist, dass wir verknüpfen auf der einen Seite die Länder, die das BMZ aussucht und dann hinterher die Durchführungsorganisation, die da hingeschickt wird. Viel schöner wäre es, wenn man das trennen würde, wenn man auf der einen Seite Länder aussuchen würde und denen Geld gibt und die sich dann die Expertise dort einkaufen, wo sie selber denken, dass sie die beste Expertise zum besten Preis zur Verfügung gestellt bekommen. Ich meine, ich werde auch ab und zu mal bezahlt, meinen Senf abzugeben mit deutscher Entwicklungshilfe und wahrscheinlich gibt es international Leute, die das besser könnten als ich, würde ich für eine gute Idee halten. Was Sie gesagt haben, fand ich sehr plausibel, könnte ich alles so unterschreiben. Der erste Punkt wirft so ein bisschen den Widerspruch auf, dass natürlich das gerade die Länder sind, die am Ende keine Hilfe brauchen. Also die gute Institutionen haben, die sie absorbieren können, die auch ausgeprägtes Humankapital haben. Das sind natürlich auch die Länder, die Zugang zum privaten Kapitalmarkt haben könnten, wobei dann nicht mehr klar ist, warum man hier überhaupt noch Hilfe geben sollte. Und auch wenn Sie sich hier das wieder anschauen, die International Finance Corporation, also der Teil der Weltbank, der private Kredite vergibt, die haben immer die Aufgabe, nach Projekten zu suchen, die kein privates Kapital verdrängen. Aber wenn Sie sich mal anschauen, was die wirklich finanzieren, dann haben Sie so ein 5-Sterne-Mövenpick-Hotel in Ghana. Dann findet man bei jedem einzelnen Projekt begründet, warum das jetzt ein Entwicklungsprojekt ist und private Geber das nicht finanzieren könnten. Aber es ist natürlich Unsinn. Also sie würden für die meisten dieser Projekte privates Kapital kriegen. Und in den ärmsten Ländern, die das nicht könnten, die erfüllen eben keine dieser Voraussetzungen, die Sie genannt haben. Auch den zweiten Punkt stimme ich völlig überein, dass man als Geber bestimmte
Mindestanforderungen stellen dürfen sollte, die man von Ländern erwartet, die man unterstützt. Ein Mindestmaß an Demokratie, ein Mindestmaß an Menschenrechten. Ich würde das so halten, wenn ich was zu sagen hätte. Die Ziele der Geber stehen dem aber entgegen. Also man sieht eben jetzt in der Türkei zum Beispiel, wenn Sie sich die Wahl anschauen in Istanbul, das wäre vielleicht eine Gelegenheit gewesen, mal laut zu schreien, auch in Deutschland. Warum tut man das nicht? Weil man letzten Endes wieder auf die Türkei angewiesen ist. Und man wird da auch weiter Gelder hingeben, eben aus politischen Gründen. Da gibt es viele andere Beispiele. Und nur wenn man das wirklich trennen könnte, die eigentlichen Ziele der Geber, die politischen Ziele, könnte man so strikte Kriterien durchsetzen, wie die sie da anreißen. Das wäre natürlich möglich. Es gibt Geber, die das viel stärker tun als andere. Aber für alle Geber insgesamt halte ich es für eine schöne Idee, aber eher unwahrscheinlich. Ja, herzlichen Dank. Am schönsten ist ja, wenn sich die Podiumsteilnehmer widersprechen oder vielleicht andere Meinungen haben. Deswegen vielleicht zunächst Julia und dann Herr Bauchowitz. Ja, danke. Ich fange gleich mal am Ende an. Also ich habe nicht dafür plädiert, mehr in Mittel-Income-Countries. Ich habe nur eine Bestandsaufnahme gemacht, was gerade passiert. Und trotzdem muss man genauer hinschauen. Also man unterscheidet zwischen Upper- und Lower-Middle-Income-Countries. Und wenn Sie sich diese Lower-Middle-Income-Countries angucken, das sind das Länder wie Senegal, dann sind das Länder wie Ghana, dann sind das Länder wie Côte d'Ivoire. Das sind Länder, in denen verdienen Menschen ab 1200 US-Dollar, also ab aufwärts 1200 US-Dollar im Jahr. Senegal, um bei dem Beispiel zu bleiben, hatte bis vor 5 Jahren keinen Energiesektor. Ja, und das ist so ein Land, das sich, wenn es am unteren Ende von diesem, vom Middle Income ist, nicht unbedingt alleine den Aufbau von einem Energiesektor leisten kann. Also das ist was anderes als Indien. Also da muss man nochmal genauer differenzieren und kann nicht, also ich hatte ja auch einfach nur von dem Mittel-Income gesprochen, aber ich denke, das ist wichtig. Und wer schon mal im ländlichen Senegal oder ländlichen Ghana war, also da gibt es viel Entwicklungsbedarf und wie gesagt, die Regierungen sind noch nicht so weit, dass sie das mit ihren eigenen Mitteln können. Also bei den Lower Middle Income würde ich sagen, ja, da macht es Sinn. Bei den Upper Middle Income Countries haben Sie ja richtig, und da schauen wir wieder auf Indien zum Beispiel, gesagt, es sind politische Interessen von Gebern und deshalb braucht es bei den OECD-DAC-Gebern, also den OECD-Ländern, die im Entwicklungsausschuss der OECD, das ist der DAC, versammelt sind, einen stärkeren Fokus auf sogenannte Outfacing-Strategien. Also wie kann man von der Entwicklungszusammenarbeit weg hin zu einer stärker wirtschaftsorientierten Zusammenarbeit? Weil, und das hatte Herr Niebel da, der Heidelberger Herr Niebel, gezeigt, als er Minister war, Entwicklungspolitik, das sind Beziehungen zwischen Staaten, die bricht, also wenn man die abbricht, so wie das damals mit China zumindest zeitweise das wieder aufgenommen, geschehen ist, das ist erstmal ein Affront für einen Staat, wenn man von heute auf morgen die jahrzehntelangen Beziehungen aufgekündigt bekommt. Also das kann man in einer Beziehung nicht machen und deshalb braucht es vernünftige Outfacing-Strategien. Und das hat viel aus meiner Sicht mit der Haltung von Entwicklungspolitik zu tun. Sie haben ja gerade das Beispiel genannt, funktioniert vielleicht nicht immer alles so, aber wir dürfen es ja nicht sagen, weil sonst gibt es kein Geld mehr. Ist ja logisch, ne? Man kriegt da was, wo es funktioniert. Und das ist aus meiner Sicht ein systemisches Problem. Es gibt keine Fehlertoleranz. Und es gibt nur wenige Lernräume, wo man systemisch in der Entwicklungspolitik gelernt wird, gesagt wird, das funktioniert eben nicht. Da gibt es zwar viele Studien, aber die werden nur sehr schwer in das System übersetzt. Also diese Fehlertoleranz ist ein Problem. Und wir haben mit der GEZ im Governance-Bereich mehrere Wirkungsmessungsprojekte tatsächlich, weil wir der Auffassung sind, da müssen wir wahrscheinlich noch besser werden in unsere Kommunikation in die GEZ rein, dass es sehr wohl möglich ist, Wirkungen zu messen. Aber was wir messen können, sind Wirkungen auf einer Mikroebene und wir können gut analysieren, wie Dynamiken und Prozesse vor Ort stattfinden. Was kaum messbar ist, ist die Übersetzung von so einem kleineren Projekt auf
beispielsweise mehr Trinkwasser in einem Dorf auf die gesamte das Gemeinwohl, ich mache jetzt ein sehr großes Beispiel, auf das Gemeinwohl des, der Nation. Ja? Dieses das nennen wir Mikro-Makro-Paradoxon in der Evaluierungsforschung. Das ist sehr schwierig, aber was man nachweisen kann, sind diese Wirkungen auf der kleineren Ebene. Und damit verbunden die generelle Aussage, wir sollten die Entwicklungszusammenarbeit nicht überschätzen. Also die Entwicklungszusammenarbeit ist ein abnehmender Teil von internationalen Geldflüssen, die in Entwicklungsländer fließen. In 10 Jahren werden Privatinvestitionen, Rücküberweisungen von Migrantinnen und Migranten oder Menschen, die im Ausland leben, die haben das mittlerweile schon überstiegen, das wird weitergehen. Entwicklungsgelder werden immer weniger werden und wir sollten, also ich habe immer den Eindruck, wenn was nicht funktioniert, dann ist es die Entwicklungspolitik gewesen. Und also das funktioniert so nicht. Und noch als allerletztes, was ich interessant finde, ist aber auch so eine Berufskrankheit von uns, ich schließe jetzt mal ein wahrscheinlich, wir sprechen hier über Ressourcen und wir haben noch nicht einmal über die Privatwirtschaft gesprochen. Na, vielleicht können wir das nochmal machen, weil die spielt eine ziemlich große Rolle. Aber zunächst Herr Bauer, bitte. Gut, wie ich jetzt da auf Herrn Dreher reagieren soll, ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Die GIZ würde ich vielleicht nicht gleich abschaffen, aber wir lassen uns tatsächlich auch beauftragen. Ne? Also von Saudi-Arabien zum Beispiel, ist derzeit glaube ich nicht mehr, aber die gehen tatsächlich zur GIZ und sagen, führt bitte Projekte durch. Gibt es auch mit anderen Auftraggebern. Und letztendlich, wenn wir unsere Angebote schreiben, steht da auch tatsächlich immer ein Passus drin, dass der Partner, also dass der politische Träger im Partnerland tatsächlich das Recht hat, die Leistungen von der GIZ einzufordern. Also mit dem Marktpreis steht zumindest nicht in dem Angebot drin. Aber was wir da in dem Angebot versprechen, wir sind dem BMZ gegenüber rechenschaftspflichtig, aber eigentlich ist der Begünstigte eben die Partnerregierung oder eine Partnerorganisation. Wir müssen ja auch nicht immer mit Regierungen zusammenarbeiten. Gerade jetzt in dem Anschluss, es ging um Konditionalität der Hilfe, also ein gewisses Mindestmaß an Schutz von Menschenrechten und Demokratie. Da werkeln wir, also erstens mal denke ich mal, dass wir da trotzdem schauen müssen, dass wir irgendwie sozusagen einen Kanal offen halten. Es gibt in manchen Ländern zum Beispiel die Maßgabe, dass wir eigentlich als GIZ in unserem Vorhaben nicht mit der Regierung zusammenarbeiten, ganz explizit, sondern dann zum Beispiel nur mit Reformkräften, mit zivilgesellschaftlichen Organisationen. Wir können nicht einfach dicht machen, weil gerade irgendein Land in irgendeinem Index gefallen ist. Natürlich sind das auch keine spontanen Prozesse. Die Türkei ist zum Beispiel jetzt schon relativ lange vielleicht ein etwas schwierigerer Partner. Kongo war es genauso. Aber ich glaube nicht, dass man einfach sozusagen solche Projekte hoch und wieder runterfahren kann. Und EZ ist ein bisschen eine längerfristige Geschichte. Ob wir tatsächlich einfach schlechter, ob die Weltbank das tatsächlich alles besser kann als wir, weiß ich nicht. Die Weltbank, die leitet letztendlich Geld weiter, das ist richtig. Aber die führt ja keine Projekte durch, in dem Sinn. Ne? Da werden dann Ausschreibungen gemacht und so weiter. Das kann auch gut funktionieren, aber ich glaube, und einer der Vorteile der GIZ und der deutschen EZ ist tatsächlich, dass wir da immer vor Ort sind, mit den jeweiligen Partnerorganisationen engagiert sind und einfach eine Präsenz da haben, die auch schon sehr viel, ist auch wieder eine Beziehung, die dann vielleicht persönlich sein kann, aber die glaube ich dann auch schon sehr viel bringt. Zum systematischen Lernen oder systemischen Lernen, das tun wir in der Tat nicht. Nicht gut, also nicht genug, auf jeden Fall. Unsere Wirkungen, die können wir zwar messen, eben auf Mikroebene, aber wir haben dann ja immer, jetzt vielleicht kein Wasserbeispiel, aber wir haben dann ja immer so ein Projektziel, das heißt dann vielleicht die Voraussetzungen in Nigeria dafür, dass der Rohstoffreichtum zu nachhaltiger Entwicklung beiträgt, sind verbessert. So, das wäre jetzt ein Ziel. Da wird es dann wirklich sehr schwierig mit der Messung, weil wenn ich dann ein Vorhaben habe, was über 3 Jahre vielleicht mit 1 Million pro Jahr läuft, kann ich in einer Volkswirtschaft wie Nigeria oder im Kongo, da kann ich keine messbaren Wirkungen erzeugen. Ich kann mir vielleicht auch irgendwas in die Tasche lügen, aber im Prinzip ist es, glaube ich, dann sehr schwierig, da noch redlich zu sagen,
das haben wir erreicht. Also das kann man dann vielleicht beispielhaft machen, aber wir haben es dann nicht so leicht wie vielleicht in anderen Sektoren, wenn es dann darum geht, naja, so und so viele tausend Leute haben jetzt Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das ist, lässt sich dann ein bisschen einfacher darstellen. Ja, bevor nun Axel Dreher nochmal reagiert auf Julia Leininger und Stefan Bauchowitz, würde ich zunächst vielleicht doch nochmal das Podium etwas öffnen, das Plenum öffnen, und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die ein oder andere Frage oder Kommentar von Ihrer Seite besteht. Wenn Sie vielleicht ein Handzeichen geben könnten, dann können unsere Studiengenerale Mitarbeiterinnen mit dem Mikrofon zu Ihnen kommen. Ich sehe hier vorne die mit dem Weißen. Weiß-Schwarz.